Ja, herzlichen Glückwunsch, Mieke. Hättest du damit irgendwie gerechnet? Nein. Absolut. Also, nee. Der Abstand ist ja letztendlich sehr groß. Ja. Wie kannst du das erklären, dass du Lisa so weit abhängst? Ich habe keine Ahnung. Also man muss ja sagen, dass Lisa nach Großbritannien jetzt einfach tot war und sich auch direkt erkältet hat. Also das kommt noch dazu. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich bin relativ frisch, aber ich habe halt auch nur trainiert so. Ja. Ist es ein noch größerer Erfolg, der deutsche Meistertitel, als Vierte bei der WM zu werden, weil du die Weltmeisterin schlägst? Nein, das will ich so nicht sagen. Okay. Also das war schon noch krasser irgendwie bei der WM. Also weil hier hätte man ja schon, ja, vom Papier her wäre halt Podium drin gewesen. So. Bei der WM haben wir ja nicht im geringsten haben wir daran gedacht. Du bist mit ziemlich wenig Straßenrennen hierher gekommen. Wie kannst du dann sicher sein, dass die Form überhaupt auf die Distanz so klappt? Oder warst du überhaupt nicht sicher? Ich habe einen, wie soll man sagen, sehr versierten Trainer in Sachen Leistung, also Watt. Und ja, der motiviert mich gut und bei der deutschen Meisterschaft auf der Bahn lief es ja über 3 Kilometer auch schon ganz gut. Warum soll es dann nicht 10-mal länger gut gehen? Ist schon ein kleiner Unterschied. Hast du zwischendurch die Zwischenzeiten gesagt bekommen, dass du eine Sekunde vorne warst nach einer Runde? Also genau, Zwischenzeiten nicht. Einmal wurde mir in der zweiten Runde an der Wende gesagt, dass ich, wie es aussieht, vor Trixie liege, aber sonst nichts. Sonst keine Ahnung gehabt. War es irgendwann eng zwischendurch, weil kurz vor dem Ende der ersten Runde hast du 2 überholt oder noch in der Zielgerade quasi? Ist da irgendwie eng geworden in den Kurven? Nö, überhaupt nicht. Also ich habe ja Anfang der zweiten Runde nach dem Kreisverkehr, also direkt Brücke runter, da habe ich überholt. Und das andere war auch auf der Geraden, also gar keine Probleme. Okay, also ist Zeitfahren eigentlich perfekt gelaufen, kann man so sagen. Ja, ich glaube schon. Was ist jetzt das nächste Ziel? Muss jetzt Ronny dich noch öfter einsetzen? Ja, ich fahre Giro. Du fährst Giro? Oh okay. Ja. Auch mit Zeitfahren? Ja, tatsächlich. Ja, und dann noch die U23 EM auf der Bahn. Okay. Und dann kommt U23 EM auf der Straße. Ja. Okay. Beim Giro hast du, wie fährst du da? Darfst du dir ein bisschen Kraft aufsparen für das Zeitfahren, was ja ziemlich spät kommt, soweit ich weiß? Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber ich werde das so fahren. Also ich werde jeden Tag alles geben. Ich werde sicherlich wieder eine Helferrolle übernehmen und das macht Spaß. Okay. Jetzt am Wochenende ist noch am Sonntag das Straßenrennen. Rechnest du dir da auch irgendwas aus oder ist das ein bisschen zu weit? Da rechne ich mir jetzt nicht so viel aus, weil es ja doch tatsächlich sehr viel berghoch geht und sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Ja, ich gucke, ja, wie ich die anderen beiden gut unterstützen kann. Ja. Das heißt, gefeiert werden kann heute Abend trotzdem nicht? Ja, nö, groß jetzt nicht. Also auf jeden Fall nicht mit Alkohol. Okay, trotzdem schönen Abend. Danke dir. Danke.